Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich möchte euch heute ein Märchen aus China erzählen, das mich immer und immer wieder zutiefst im Herzen berührt. Und in den Zeiten, in denen wir gerade leben, wo wir so sehr nun in uns selbst hineinschauen können und spüren und nachdenken können über das, was uns wirklich wichtig ist, über unser Land der Träume, wie es wirklich auszusehen hat. Von all dem möchte ich euch nun erzählen. Am Fuße des großen Berges stand einst eine Hütte, deren Dach mit Stroh gedeckt war. In der Hütte, da lebte eine alte Brokatweberin. Was sie webte, schien lebendig zu sein. Webte sie Blumen, hatte man das Gefühl, sie riechen zu können. Webte sie einen Bach, hörte man ihn rauschen. Webte sie die Sonne, konnte man ihre Wärme spüren. Ja, sie webte viele, viele Bilder und verkaufte die auf dem Markt. Sie hatte drei Söhne, Lemo, Leta und Lehre. Lehre war der Jüngste und Lemo der Älteste. Die beiden Älteren waren faule Gesellen. Sie sagten, warum sollen wir arbeiten? Wir haben doch eine Mutter, die für uns das Geld verdient und das Essen nach Hause bringt. Lehre aber hatte ein gutes Herz. Er wollte seiner Mutter helfen. Und so versuchte er in dieser öden Gegend, wo es nur Stein und Geröll gab, Feuerholz zu suchen und verkaufte das auf dem Markt. Aber es war nie genügend Geld. Und das Träumen hatte die Brokatweberin schon lange aufgehört. Aber an einem Tag, da ging sie auf den Markt und hatte ihre Bilder verkauft. Aber da war etwas anders wie alle Tage zuvor. Denn ein fremder Künstler war gekommen. Ein Maler. Er hatte wunderbare Bilder gemalt und hatte seinen Stand dort aufgebaut. Und die Brokatweberin stand vor dem Stand, besah sich die vielen Bilder und war so berührt. Denn das alles hatte sie noch nie zuvor gesehen. Inmitten all dieser Bilder aber, da gab es eins. Da saß die Brokatweberin nur noch da, denn sie hatte sich auf einen Stuhl gesetzt und sagte, so alt musste ich werden. Aber jetzt habe ich das Land meiner Träume gefunden. Und dann stand sie auf und entschlossen, kaufte sie sich das Bild, sie gab all ihr Geld hin, lief mit dem Land ihrer Träume nach Hause und sagte, Lemo, Leta und Lehre, kommt mit nach draußen. Ich habe das Land meiner Träume gefunden. Ich will es euch zeigen. Da gingen sie nach draußen, breiteten das Bild aus. Und was sagten die beiden Älteren? Mutter, du bist eine Träumerin, eine Spinnerin bist du. Hast all das Geld ausgegeben für ein dummes Bild und jetzt haben wir nichts, was wir essen können? Und sie waren zornig. Lehre aber sagte, Mutter, du bist doch eine geschickte Brokatweberin. Setz dich doch einfach an den Webstuhl und webe das Bild nach, dann ist es dir so, als ob du in diesem Lande leben würdest. Und das tat die Mutter. Sie setzte sich an den Webstuhl und begann zu weben, Tag um Tag, Stunde für Stunde. Als ein Jahr vorüber war, da fielen Tränen aus ihren Augen, und von den Tränen, da webte sie den Himmel und den Teich
ins Bild. Wieder webte sie weiter, ohne Unterlass. Und als das zweite Jahr vorüber war, da fiel Blut aus ihren Augen. Aber von dem Blut, da webte sie die rote Sonne ins Bild und all die Blumen. Noch ein Jahr webte sie weiter, ohne Unterlass. Und als das dritte Jahr vorüber war, da war das Bild fertig geworden, aber die Brokatweberin war auch fast blind geworden und schwach, aber glücklich. Sie sagte, Limo Letornlehre, wir wollen nach draußen gehen und uns mein Traumland besehen. So glücklich war ich schon lange nicht mehr. Lange Zeit saßen sie draußen und besahen sich das wunderschöne Bild der Mutter. Aber da kam ein großer Wind aus dem Osten und nahm das Bild mit sich fort weit, weit in den Westen. Da schrie die Brokatweberin auf vor Schmerz und sank in eine tiefe, tiefe Ohnmacht. Lehre hob seine Mutter auf, trug sie ins Haus, flößte ihr Ingwersuppe ein und als sie wieder zu sich kam, da sagte sie, wenn ich mein Traumland nicht mehr bei mir habe, will ich nun meine restliche Lebenszeit hier leben und dann will ich für immer meine Augen zumachen und sterben. Nein, nein, Mutter, sagte Lehre und die anderen beiden. Und da stand nun Lemo auf und sagte, Mutter, ich bin groß und stark. Ich will mich auf den Weg machen und so lange keine Ruhe geben, bis ich dir dein Traumland wiedergebracht habe. Und er ging weit, weit fort in den Westen, bis er schließlich in das Gebirge kam. Er stieg höher und höher und schließlich, oben am Berg, kam er zu einer steinernen Hütte. Davor saß eine uralte Frau, die war so alt, dass sie mit dem Kopf wackelte. Und da stand ein steinernes Pferd und vor dem steinernen Pferd wuchsen Erdbeeren. Ich grüße dich, Alte. Ich bin Lemo, ich bin ausgezogen, um das Traumland meiner Mutter wiederzufinden. Weißt du, wo ich es finden kann? Ja, Lemo. Das Traumland deiner Mutter haben sich die Himmelsjungfrauen oben im Himmel geborgt, denn selbst sie, die so viel Herrliches und Schönes haben, haben noch nichts so Schönes gesehen als das Traumland deiner Mutter. Es dient ihnen als Webvorlage und bald werden sie fertig sein. Und dann kannst du es wieder zurückhaben. Aber du musst viele Aufgaben bestehen. Hier, diesen Stein musst du nehmen und dir zwei Zähne aus dem Mund ausschlagen und sie dem steinernen Pferd ins Maul einsetzen. Dann wird es lebendig werden und vier Erdbeeren fressen. Dann musst du schnell sein. Du musst dich auf den Pferderücken begeben und dich an der Mähne festhalten, denn das Pferd wird schneller reiten wie der Wind. Und dann kommt der Feuerberg und ihr müsst mitten hindurch reiten und nicht klagen und nicht schreien, sonst verbrennt ihr. Und durch das eisige Meer und wieder nicht klagen und schreien. Dann kommst du an einen Spitzenberg, lass das Pferd stehen und dann kommst du zu den Himmelsjungfrauen. Lange Zeit sah die alte Lemo ins Gesicht. In der rechten Hand hielt sie den Stein und in der linken einen Sack mit Gold. Für was, Lemo, entscheidest du dich? Für das Bild deiner Mutter oder das Gold? Da packte sich Lemo den Sack mit Gold und rannte fort, nur fort, in die nächste größere Stadt. Jaja. Und er kehrte nie wieder nach Hause zurück. Wir lassen ihn dort, denn diese Geschichte soll heute nicht erzählt werden. Aber als nun 3 Monate vorüber waren, da trat Läta an das Bett seiner Mutter und er sagte, Mutter, nun will ich gehen, wenn mein Bruder nicht kommt. Auch er stieg in das Gebirge und schließlich langte auch er bei der alten Frau an. Auch ihm sprach sie die Aufgaben und hielt ihm den Stein und den Sack hin. Ja, und Läther griff sich auch den Sack mit Gold und verschwand.
und wir lassen ihn ziehen. Als nun wieder 3 Monate vorüber waren, da trat nun Lehre an das Bett seiner Mutter. Mutter, nun will ich gehen und dir das Bild wiederbringen. Nein, nein, Lehre. Ich habe meine anderen beiden Söhne für immer verloren. Bleib du bei mir. Wir wollen meine restliche Lebenszeit noch gemeinsam verbringen. Und dann will ich meine Augen für immer zumachen. Nein, Mutter, sagte Lehre, nahm seine Mutter in die Arme und brachte sie nach draußen zu den Nachbarn und gab sie dort in Obhut. Weil er im Herzen an nichts anderes dachte, wie an seine Mutter, langte er viel schneller im Gebirge an. Als Lehre die Aufgaben gehört hatte, zögerte er keinen Augenblick. Er griff sich den Stein, schlug sich 2 Zähne aus dem Mund, setzte sie dem steinernen Pferd ins Maul, da wurde es lebendig und fraß 4 Erdbeeren. Schnell sprang Lehre auf den Pferderücken, hielt sich an der Mähne fest und da ritten sie wahrlich und wahrhaftig schneller wie der Wind. Und da kam der Feuerberg und mitten hindurch geritten und nicht geklagt und nicht geschrien und es war heiß, so heiß. Da kam das eisige Meer und wieder mitten hindurch geritten und es war kalt, so kalt. Da kam der spitze Berg, Lehre sprang ab und rannte hinauf und langte schließlich bei den Himmelsjungfrauen im Himmel an. Wir grüßen dich, Lehre, verzeih uns, dass wir uns das Bild deiner Mutter einfach so mit dem Wind geborgt haben. Wir weben es alle nach, denn selbst wir, die wir so viel Herrliches haben, haben noch nie so etwas Schönes gesehen als das Bild deiner Mutter. Doch bald werden wir fertig sein. Und dann kannst du das Bild deiner Mutter wieder zurückhaben. Leg dich hier auf das Lager, nimm ein wenig von dem Obst, ruhe dich aus. Da legte sich Lehre hin, aß ein wenig von dem Obst, das konnte er auch ohne Zähne essen, und fiel in einen tiefen, tiefen Schlaf. Schließlich waren die Himmelsjungfrauen fertig, eine nach der anderen, und legten sich auch schlafen. Und eine Himmelsjungfrau war so ergriffen von dem Traumland der Mutter, und sie wusste, dass sie es selbst auch nicht hatte nachleben können. Und sie dachte darüber nach, wie sie es anstellen konnte, auch in dem Bild der Mutter dabei zu sein. Da lebte sie sich in das Bild der Mutter hinein, wie sie am Teich stand, in einem roten Kleid. Da erwachte Lehre und er sagte, ich spüre es, meiner Mutter geht es ganz schlecht, ich muss mich nun beeilen. Sie sagte, hier Lehre, ist dein Bild, werde glücklich. Sie wollte noch so viel sagen, aber Lehre war schon wieder hinuntergerannt, auf dem Pferderücken gesprungen und wieder durch das eisige Meer geritten und nicht geklagt und nicht geschrien. Und wieder durch den Feuerberg und nicht geklagt und nicht geschrien. Schließlich langte er bei der Alten an und sagte, ich danke dir, Alte, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Nein, Lehre, nicht mir musst du danken. Das hast du alles alleine gemeistert. Nun, geh nach Hause zu deiner Mutter. Ja, ich spüre es, meiner Mutter geht es nicht gut. Sie gab Lehre lederne Stiefel, mit denen er schnell nach Hause zurückkehren konnte. Aber bevor er endgültig ging, fasste sie dem steinernen Pferd ins Maul und gab Lehre seine Zähne wieder zurück, und sie waren gut und unbeschadet. Dann zog sich Lehre die Stiefel an und mit einem, mit 2, mit 3 großen Schritten war er wirklich wieder zu Hause angelangt. Aber da war keine Freude. War nur Trauer. Du kommst zu spät, sagten die Nachbarn. Sie saßen vor der Hütte und weinten. Deine Mutter hat für immer die Augen zugemacht. Nein, sagte Lehre, nein. Er rannte in die Hütte hinein und er sagte, Mutter, Mutter, ich habe doch das Bild und erzählte all das, was ich euch schon erzählt habe. Die Tränen von Lehre fielen der Mutter ins Gesicht und da wurden sie wieder lebendig. Die Augen, die Ohren, die Hände und die ganze Mutter. Und Lehre sagte, Mutter, nun wird alles gut. Er trug seine Mutter nach draußen
setzte sie auf einen sonnenbeschienenen Stein und breitete das Traumland aus. Und lange Zeit saßen sie einfach nur so da und sahen sich das Bild an. Aber mit einem Mal, da wurde das Bild groß und größer und bald hatte es sich über die ganze Landschaft gebreitet. Mutter, da ist das Haus aus Stein, wie du es gewebt hast. Du hast recht, Lehre. Der Teich, die Brücke, der Bach, alles ist da. Aber etwas stimmt nicht, sagte die Mutter. Da ist die Frau dort hinten in dem roten Kleid. Lehre, geh einmal hin und frag sie. Was tust du denn hier? Fragte Lehre die Himmelsjungfrau. Und die Himmelsjungfrau sagte, ja, Lehre, das Bild der Mutter hat mich so im Herzen berührt. Ich habe mich mit hineingewebt, denn ich wollte auch so gerne hier dabei sein. Und jetzt bin ich hier. Macht nichts, sagte Lehre, komm mit ins Haus. Es gibt dir wohl Platz für uns alle drei. Was soll ich euch noch erzählen? Ja. Lehre und die Himmelsjungfrau wurden Mann und Frau. Die Brokatweberin hat noch viele wundervolle Jahre im Lande ihrer Träume gehabt und gelebt. Lehre und die Himmelsjungfrauen bekamen so viele Kinder wie ein Rotkehlchen-Eierchen am Nesttag. Und was will ich euch am Ende dieses Märchens erzählen? Seht, wer keine Angst hat, einen Stein in die Hand zu nehmen, einen Steinschlag zu riskieren, wer bereit ist, durch den Feuerberg zu reiten und durch das eisige Meer, der kann mitten darin sein, im Lande seiner Träume. Thank you.